Fernando Alonso will ordentlich Kasse machen. Der Ferrari-Pilot hat in dieser Saison zwar keine Chance gegen die Mercedes-Piloten Nico Rosberg und Lewis Hamilton und in der WM-Wertung liegt er sogar noch hinter Red Bull-Fahrer Daniel Ricciardo. Dennoch fordert er nun einen neuen Mega-Vertrag, berichtet die Bild-Zeitung. Dem Bericht nach will der Spanier 105 Millionen Euro kassieren für seine Dienste in den Jahren zwischen 2017 und 2019. Mit 35 Millionen Euro pro Saison würde Alonso dann 10 Millionen mehr verdienen als Formel-1-Ikone Michael Schumacher zu seinen besten Zeiten. Sollte Alonso seine Forderungen durchsetzen, spielt er finanziell in einer Klasse mit den größten Sportverdienern. Tennis-Superstar Roger Federer bekommt 32 Millionen Euro im Jahr, genauso viel wie US-Basketballer LeBron James. Dessen NBA-Kollege von den Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, verdient sogar 36 Millionen Euro pro Saison.